Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Justice for All. Im letzten Part haben wir Episode 2, Wiedersehen und Wandel abgeschlossen. Und in diesem Part fangen wir Episode 3, Wandel im Zirkuszelt an. Und das mit einem Stargast. Hallo, ich bin SelfNL. Kennen wir ja schon, auch besonders aus diesem Let's Play auch schon. Und dann fangen wir einfach mal an. Ach, der ist mal hier oben drauf. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen bei der Show. Werden Sie Zeuge eines Mannes, der das Wunder des Fliegens gemeistert hat? Wir sehen schon von einem wunderschönen Rauch. Der größte Magier der Welt. Der eine, der einmalige. Maximilian Galactica, der aussieht wie eine Frau. Und fliegen kann. Und der nichts anhat. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Maximilian Galactica. Er wird jetzt nicht ein Hund. Zack, weg ist er. Ja. 26. Dezember, 20.12 Uhr, Barrys großer Zirkus, Zirkuseingang. Wow, das war wie ein Traum, der wahr geworden ist. Ich bin immer noch völlig außer Atem. Das war unglaublich. Stimmt doch, Pearly? Es war toll, da war ein tanzender Bär. Und ein Tiger sprang durch einen brennenden Reif. Ein Elefant auf einem Ball. Ganz zu schweigen von dem Mann, der durch die Luft flog. Ja, Max Galactica, er war einfach fabelhaft. Hä? Was? Max? Max Galactica, der größte Magier der Welt. Ein Magiker? Nein, ein Magier. Herr Nick? Hä? Was ist denn, Pearls? Hat Magie etwas mit Geisterbeschwörung zu tun? Maggie. Ja, ich hätte es fast gesagt wieder. Ich glaube, die hat überhaupt nichts mit Beschwörung zu tun. Du kennst dich mit Magie nicht aus, oder, Pearls? Tut mir leid, ich bin ja auch erst 8. Oder die ist 8, ne? Ja. Ich habe die Winterkälte getrotzt und bin mit Pearls in den Zirkus gegangen. Seit dem Vorfall in Kurain ist ein halbes Jahr vergangen. Während jener schrecklichen Zeit habe ich Pearls kennengelernt. Es scheint so, als würde sie allmählich wieder ein normales Leben führen. Ah, wir müssen langsam los. Du hast recht, wir dürfen den letzten Zug nicht verpassen. Pearls, du hast dich an den Zug erinnert. Natürlich. Aber ich verstehe nicht, was mit Express gemeint ist. Tja, Nick, bis bald. Ich werde dir beim Putzen des Büros helfen, damit es im Neujahr blitzt und blinkt. Mach dir darum bloß keine Gedanken. Ehrlich. Wirst du Herrn Nick am Neujahrstag besuchen? Vielleicht. Ich bin froh, dass du am Neujahr mit einem besonderen Jemand zusammen bist. Pearly! Sieh mal, wir müssen los! Frohes neues Jahr, Herr Nick! Ja. Frohes neues Jahr. Ich hoffe mal, dass es eins wird. Dezember, 9.12 Uhr, Anwaltskanzlei, Wright und Partner. Nun, das wär's dann wohl für dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich an einem Tag mit dem Putzen fertig werde. Du, 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 die Melodie vom Steel Samurai. Hallo? Hier ist die Anwaltskanzlei Wright und Partner. Nick, es ist schrecklich! Ach, Maya, was für ein Timing. Hier ist nämlich auch schrecklich. Hä? Im Büro herrscht völliges Chaos und ich muss wieder Ordnung reinbringen. Wovon redest du? Von meinem schmutzigen Büro. Was sagtest du denn? Hör zu, Nick, schalt den Fernseher ein! Den Fernseher? Wir schalten nun live zum Tatort. Hä? Was ist denn passiert? Danke. Wir sind hier in Barrys großen Zirkus. Barrys großer Zirkus war der Schauplatz eines spektakulären Mordes. Das Verbrechen hat unter den zahlreichen Schaulustigen für helle Aufregung gesorgt. Barrys großer Zirkus. Das ist ja der Zirkus, in dem wir waren. Stimmt's? Es wurde gemeldet, dass dort ein Mord verübt wurde. Ja, und er wurde auch schon verhaftet. Wer wurde verhaftet? Max! Max Galactica ist verhaftet worden! Maximilian Galactica, seine Fans nennen ihn Max. Ein beliebter Magier, der nach Lust und Laune durch die Luft fliegen kann. Maya hat gesagt, sie sei ein riesiger Fan von Max. Okay, Nick, wir treffen uns in 2 Stunden in der Strafanstalt. Hä, was? Bis gleich! Du hast später noch genug Zeit, um dein Büro aufzuräumen. Was? Aufgelegt. Einfach
aufgeregt. Zur Strafanstalt gehen und wieder gegen seinen Willen. Eben war es noch 8 Uhr noch was, jetzt ist es 11.19 Uhr, das hat, oder glaubt zumindest, dass 8 Uhr war. Ja, da hat wahrscheinlich einen Stau oder so. Worüber reden die? Warum wurde Max verhaftet? Da fragst du den Falschen, Maya. Vielleicht hat er seine Magie benutzt, um mit einem Zaubertrick zu töten. Maximilian Galactica würde so etwas niemals tun. Fabelhaft. Was die junge Dame da gesagt hat, war absolut fabelhaft. Was für ein kluges Mädchen und so ein fabelhaftes Verständnis der Ereignisse. Was soll denn bloß dieses fabelhafte Geschwätz? Willkommen im Besucherraum. Das ist Max. Nick, sieh doch, das ist der echte Maximilian Galactica. In Ordnung, Herzchen. Zieh eine Karte. Irgendeine. Er hat Herzchen gesagt. Nick. Entscheide dich, Herzchen. Zieh eine Karte. Irgendeine. Diese. Hab mir doch gedacht, dass du diese ziehst, Herzchen. Das Herz Ass. Ah, er hat's. Nix, sieh doch, er hat's. Was soll ich sagen, Herzchen? Du hast meinen wertvollsten Besitz geraubt. Eines von Maximilian Galacticas Herzen. Max! Nun, dann sollten wir mal was absolut Fabelhaftes machen. Max, lassen Sie Nick eine Karte ziehen. Ich will keines seiner Herzen stehlen. Und wer bist du? Ach, wie dumm von mir, du musst ihr Fahrer sein. Ihr Fahrer? Wie auch immer, beeil dich, zieh eine Karte, irgendeine. Ich möchte diese. Nun, Herzchen, dann wollen wir mal aufrichtig sein. Du bist in den Besucherraum gekommen, um mich zu besuchen, nicht wahr? Ja, ich bin ihr größter Fan. Fabelhaft, absolut fabelhaft. Vielen, vielen Dank. Hey, was ist mit meiner Karte? Betrachte sie als Andenken. Nun, Nick, wir sollten uns an die Arbeit machen. Was ist denn los, Nick? Warum schaust du an die Decke? Ich habe nur darüber nachgedacht, was ich hier zu Mittag essen soll. Herzchen, kümmere dich doch nicht um die Schweinebacke da hinten. Schenk mir deine ganze Aufmerksamkeit, okay? Ja. Absolut fabelhaft. Absolut schaudererregend. Und schon dürfen wir mit ihm reden. Max Galactica. Max, ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas mehr über sich erzählen. Fabelhaft. Ich glaube auch, dass wir uns besser kennenlernen sollten. Warum setzt du dich nicht her zu mir? Da ist eine große Scheibe aus Sicherheitsglas zwischen uns. Oh, heiliger Bimbam, warum das denn? Ganz viele Karten. Ja, der mit seinen ganzen Karten, die er immer um sich wirft. Wenn ich nur zaubern könnte, dann würde ich diese Wand verschwinden lassen. Was faselt der da? Wie auch immer, in letzter Zeit sind sie verdammt berühmt geworden, oder Max? Für dich immer noch Maximilian Schweinebacke, merkt ihr das? Oh Mann, die Leute heute machen aus jeder Mücke gleich einen Elefanten. Wie auch immer, Maximilian, Sie haben erst vor kurzem eine tolle Aussendung gehalten. In der Tat, es war fabelhaft. Ich habe den Grand Prix der Magier von der Internationalen Magievereinigung erhalten. Mit dieser Auszeichnung wird bestätigt, dass ich der fabelhafteste Magier bin. Es gab eine Trophäe und eine Büste. Es war ein fantastischer Tag. Wow, das ist unglaublich. Nicht wahr? Nachgewiesenermaßen bin ich der größte Magier der Welt. Es war ja klar, dass er nicht als bescheidenster Magier ausgezeichnet wurde. Barrys großer Zirkus. Sie haben einen Exklusivvertrag mit Barrys großen Zirkus, nicht wahr? So ist es. Du machst deine Hausaufgaben, Herzchen. Ich bin beeindruckt. Du kannst einem Magier nicht einfach nur im Fernsehen zusehen, verstehst du? Magie ist so fabelhaft. Du musst sie mit deinen eigenen Augen sehen, Herzchen. Sie haben recht. Sie haben ja so recht. Wie auch immer, der Zirkus, er ist ein Dinosaurier, etwas aus der Vergangenheit. Heutzutage ist es allen egal, was sich dort abspielt. Hä? Was meinen Sie damit? Deshalb habe ich den Vertrag unterzeichnet. Deswegen haben Sie den Vertrag unterzeichnet? Durch mich ist Barrys großer Zirkus fabelhaft populär. Die Menschen kommen scharen, um Max Galactica zu sehen. Ich habe diesen Dinosaurier von einem Zirkus wieder zum Leben erweckt. Der Polizist dahin, eingeschlafen. Ah, warte mal. Aber für mich war es nur ein Zaubertrick. Ist das nicht wunderbar, Herzchen? Ja. Ich habe all diese verkrusteten Zirkusvorstellungen verschwinden lassen.
Aber irgendwie mag ich Zirkusvorstellungen. Maja sieht etwas niedergeschmettert aus. Und das ist gut, dass du mich daran erinnert hast. Das wollte ich eigentlich immer machen, das hatte ich irgendwann schon längst vergessen. Ich wollte den Polizisten untersuchen. Bei jedem Typen, der davor ist, sagt er, was ist das, ist da eine andere Beschreibung. Wieso bewacht den Raum? Er ist so schlimm, man könnte fast vergessen, dass er da ist, als ob er nicht aufpasst. Er hat sich an die Wand gedrückt, wie ein Magnet an einen Kühlschrank. Sieht ja aus, als eingeschlafen wäre. Ja, der sagt bei jedem anderen Typen, also wenn da jetzt hier Maximilian steht, dann sagt er halt das. Wenn da eine andere Person steht, sagt er was anderes zu dem, also wenn man den untersucht. Ach so. Deswegen. Ach Gott, was passierte? Sagen Sie mir, was in Barrys großen Zirkus passiert ist. Ah, letzte Nacht wurde der Zirkusdirektor ermordet. Eiskalt sagt das. Der Zirkusdirektor, Sie meinen Russell Barry? Irgendwer hat ihm wohl etwas über den Kopf gezogen. Er war am Boden zusammengesackt. Obwohl es mitten in der Nacht war, war die Polizeipräsenz einfach fabelhaft. Die Polizei hat mich ausgiebig verhört. Wonach wurden Sie gefragt? Nach allem. Ich war der Letzte, der den Zirkusdirektor vor dem Mord gesehen hat. Ich habe ihn in jener Nacht getroffen, in seinem Zimmer. Warum wurden Sie verhaftet? Verhaftet? Mach aus einer Mücke kein Elefantenherzchen. Sie wollten sich nur mit mir beraten, das ist alles. Nick, Max scheint nicht zu kapieren, wie ernst das hier ist. Sie hat recht, ich glaube, ich sollte ihn mal die Realität in die Realität zurückholen. Treffen mit Russell. Vor dem Mord haben Sie den Zirkusdirektor getroffen? Worüber haben Sie gesprochen? Über Dinge, die dich nichts angehen. Maja, würdest du ihn bitte danach fragen? Worüber haben Sie mit dem Zirkusdirektor gesprochen, Max? Über gar nichts, wirklich nur Smalltalk. Wir hatten nur ein Gespräch über mein Gehalt. Gehalt? Ich bin derjenige, der die Menschen in Scharen in den Zirkus lockt. Ich denke, dass ich dafür belohnt werden sollte. Das denkst du doch auch? Ja. Das war alles, worüber Sie gesprochen haben? Natürlich, es war eine fabelhafte Unterhaltung. Na toll. Zack, zack, zack. Eine psychische Blockade. Fabelhaft. Warum muss er ständig fabelhaft sagen? Er vergeudet seine Zeit nicht. Max, Sie... Okay, entspann dich, Herzchen. Du machst dir wohl zu viele Sorgen, glaube ich. Wie auch immer, mir liegt schon die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge. Und die wäre? Warum siehst du mich ständig so traurig an, Herzchen? Weil Sie festgenommen wurden. Wegen Mordes. Oh, sei nicht so dumm. Jemand wie ich würde niemals verhaftet werden. Wie das? Na, weil ich der fabelhafte Maximilian Galactica bin. Und? Ich bin der ganz große Star in Barrys großen Zirkus. Und das heißt? Ich bin reich, ich verdiene fabelhaftes Geld. Und was hat das zu sagen? Ich habe gerade den ersten Widerspruch gefunden. Und der wäre? Weil er hat ja am Anfang gesagt, dass er mit dem Direktor gesprochen hat, um mehr Geld zu bekommen. Aber warum möchte er mehr Geld, wenn er doch schon reich ist und extrem viel Geld verdient? Stimmt. Ach, keine Ahnung. Kann deswegen... Max? Hör auf rumzualbern. Du veralberst mich und meinen Zauberstab und meine Karten, die ich aus der Hand fallen lasse. Die Polizei meint das Ganze doch nicht etwa ernst, oder? Die verhaften niemanden zum Spaß. Sieh dir nur Max an. Er ist am Boden zerstört. Nun, irgendwann musste er ja mal aufwachen. Das ist doch kein Spiel. Doch? Ja? Ich meine, Sir, du bist Anwalt, stimmt's?
Hä? Oh ja, ich bin Anwalt. Bitte hilf mir, ich habe niemanden umgebracht. Ach du meine Güte. Der ganze Schminke sieht aus wie der Joker. Niemanden umgebracht? Vielleicht bin ich verdorbener als ein Schwein beim Suhlen. Aber ein Mörder? Das ist verrückt. Ich könnte nie... Max? Ich schwöre es. Ich wollte nur die Schuld meines Papas abbezahlen. Er ist daheim auf dem Hof. Okay, ich übernehme Ihren Fall. Ehrlich? Ehrlich. Dankeschön. Ihr seid echt nett. Max? Ja? Wie lautet Ihr richtiger Name? Billy Bob Johns. Was? Was ist denn Maya? Er ist wirklich nur ein Bauerntölpel. Ja, sieht wieder voll geschminkt und... Entschuldige, dass ich gerade nicht so fabelhaft war wie sonst, Herzchen. Hä? Herr Anwalt. Ja? Vor ein paar Minuten hast du mal einer meiner Karten gezogen, nicht wahr? Jetzt wo er es sagt. Ich habe wirklich eine Karte genommen. Es war eine Herz 10, stimmt's? Vorher... Er liegt wieder richtig. Was soll ich sagen? Du auch. Du hast meinen wertvollsten Besitz gestohlen. Oh nein. Nick, er hat sich beschwert. Das kommt selten vor, aber jetzt zurück an die Arbeit, okay? Och, dann dürfen wir jetzt mit Gamsho reden. Morgiger Prozess. Wissen Sie, wer morgen vor Gericht die Anklage übernehmen wird? Natürlich, es wird Frau von Karma sein. Sie wird mich doch nicht wieder mit ihrer Peitsche schlagen, oder? Weshalb die Aufregung? Du triffst sie doch nur im Gerichtssaal. Wenn sie im Revier auftaucht, knallt sie diese Peitsche in einem fort, Junge. Inspektor Gamsho, genug von dieser von Karma. Was ist mit ihm? Was treibt er? Ihm? Was ist mit Edgeworth? Was ist mit mir? Sie wissen schon, Edgeworth, nix Rivale. Was um alles in der Welt ist passiert, als er nach Hause zurückkehrte? Herr Edgeworth, du hast noch nicht gehört, was mit ihm passierte? Nick will es mir nicht sagen. Nun, um ehrlich zu sein, ich darf es dir auch nicht sagen. Sagen wir einfach, er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da? Nick, was heißt das, Herr Schuf ist nicht mehr da? Genau, was er sagte. Er ist nicht mehr da. Hast du ein bisschen mehr da? Edge ist fort. Erwähne seinen Namen nicht mehr, okay? Gut, dann gehe ich jetzt. Tschüss. Nick! Was passiert? Wir haben gerade auch nochmal eine alte Musik aus dem ersten Spiel gehört, und zwar die Musik von DL-6. Haha. Der Zirkusdirektor wurde ermordet, richtig? Ja, gestern Abend gegen 22 Uhr. Er starb draußen in der Kälte. Ziemlich traurige Art abzutreten, finde ich. Es war ziemlich kalt. Dies ist der Tatort, Kleine. Die Leiche wurde da drüben gefunden. Ungefähr dort, wo du stehst. Ah! Hohoho, hab dich überrascht, was?
Ich lache nicht! Entschuldigung, aber würden Sie mir bitte sagen, was dem Opfer passiert ist? Er wurde durch einen Schlag auf die Birne getötet, Junge. Hui! Ein ziemlich Hui. Eindeutiger Fall, was Mord angeht. Er wurde schnell gefunden. Hui! Aber? Etwas passt nicht ganz ins Bild. Ha! Es gibt immer etwas, das nicht ganz ins Bild passt. Das ist ungewöhnlich. Ich glaube schon, sieht manchmal so aus, als wenn er Nasenbluten hätte, wenn er so nach unten guckt und der eine Strich da. Das der, von mir aus gesehen links, also von uns. Aha, oh ja. Wenn er sich dann so runterbeugt. Und was passiert Ihrer Meinung nach nicht, was passt Ihrer Meinung nach nicht ins Bild? Sie hat neben etwas erwähnt. Fußspuren, Junge, Fußspuren. Das fällt mir jetzt erst auf. Fußspuren? Er hat wahrscheinlich auch eins auf die Nase bekommen. Mit der Peitsche. Sieh dir das Foto des Tatorts an. Was ist das? Diese Holzkiste der Leiche? Keine Ahnung, Junge. Die Spurensicherung hat sie mitgenommen und untersucht sie gerade. Und? Und, was ist so mysteriös an diesen Fußspuren? Hey, beruhige dich. Schau dir die Fußspuren auf dem Bild genau an. Der liegt auf seiner Kiste. Die Fußspuren des Opfers sind am Tatort zu finden. Das stimmt, Junge. Das Problem ist... Die Fußspuren des Mörders sind nicht da. Bingo. Woher kam der Killer und wohin ist er geflohen? Der Mörder kann das Verbrechen ja offensichtlich nicht im Fliegen begangen haben. Ein fliegender Verbrecher? In dem Moment machte es Klick in meinem Kopf. Hui. Oh, die Szene haben wir schon so oft gesehen. Meine Güte. Dreimal oder so schon, oder ja. Viermal. Völlig unmöglich, niemand kann fliegen. Das stimmt, niemand kann fliegen. Völlig unmöglich. Was soll dieses gekünstelte Lachen, Junge? Das hat nichts zu bedeuten, Junge. Mit anderen Worten, ja, ich will nicht darüber reden. Die Augenbrauen. Ja, vielleicht kann ich von ihm ein paar Informationen über Max bekommen. Tatortfoto zu Richter Finn zugefügt. Das kommt uns natürlich eben schnell an. Tralala, Tralala. Ja, haben wir schon gesehen. So, und wir sollen ihm irgendwas zeigen, habe ich das gerade nicht verstanden? Kennt die Arbeitsmarke? Komm schon, du hast mir deine Marke so oft gezeigt. Das zieht nicht mehr. Warum trägst du nicht hin und wieder mal eine andere Marke? Nun, ich habe eine Stil-Samurai-Marke dabei. Wie wär's damit? Die trage ich nur, wenn Gamsho eine Stil-Samurai-Polizeimarke trägt. Abgemacht. Ich habe gehört, dass Inspektor Gamsho genauso eine Marke besitzt. Was? Schau mich nicht so an, das macht mich nervös. Gut, ja, im nächsten Part gehen wir zum Zirkuseingang? Nee, zum Zirkuszeltteil. Zirkuszeltteil, ja, genau, zum Zirkuszelt. Gut, bis zum nächsten Part. Tschüss!